Es war einer dieser Momente, in dem eine kleine Handbewegung, eine Entscheidung richtig Geschichte machte. Das paneuropäische Picknick vor genau 30 Jahren, als sich ganz kurz die ungarische Grenze auftat, die an dieser Stelle nur ein kleiner Zaun war. An diesem ersten Riss im eisernen Vorhang erinnerten heute Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und sein ungarischer Amtskollege László Kövér. Und damit auch an die etwa 600 DDR-Bürger, die damals in diesen drei knappen Stunden über Österreich in die Bundesrepublik ausgereist sind. Die Bilder von den Menschen, die durch diesen Zaun stürmen, die bleiben natürlich. Und auch die von den Zeltlagern, in denen sie in Ungarn auf den Moment gewartet hatten. Diese Erinnerung ist aber eine, die man gerade Open Air noch mal nachbesichtigen kann. Ein Flüchtlingscamp am Bahnhof Friedrichstraße, aber nur um zu zeigen, unter welch abenteuerlichen Umständen DDR-Flüchtlinge vor 30 Jahren über Ungarn in den Westen flohen. Und dann sind wir zu Fuß marschiert. Wir sind mit dem Taxi von Bratislava in die Nähe der Grenze gefahren. Zeitzeugen berichten, Videos und Fotos zeigen das Leben im Lager vom Malteser Hilfsdienst in Budapest. Die jungen Besucher sehen aktuelle Parallelen. Man sieht es ja heute noch mit den Flüchtlingen, unter welchem Druck die eigentlich sind, unter welchen Gefahren die eigentlich sind. Und ich finde es Wahnsinn, was die auf sich genommen haben. Sie, das waren damals Zehntausende DDR-Bürger, die fast alles zurückließen. Das Zuhause, Beruf, Freunde, Familie. Auch Thilo Axel, er floh mit 19. Das macht man, weil man einen Berufswunsch hat, den man nicht ausüben darf zum Beispiel. Weil man einen Freiheitsdrang hat und die Welt kennenlernen möchte. Und das wäre im Osten nicht gegangen. Er studierte Pädagogik und wurde aus politischen Gründen exmatrikuliert, wollte Schauspieler werden und landete zwangsweise bei den Verkehrsbetrieben als U-Bahn-Fahrer. So reifte der Plan zur Republikflucht über Ungarn. Wir wussten, in Ungarn wird nicht mehr geschossen an der Grenze. Und deswegen haben so viele es versucht, eben nach Österreich zu kommen, weil sie wussten, da spielen sie zumindest nicht mit ihrem Tod. Doch die tschechoslowakische Grenze wurde noch scharf bewacht. Viele versuchten daher, durch die Donau zu schwimmen. Nicht alle kamen an. In Budapest, an der westdeutschen Botschaft oder dem eilig aufgebauten Flüchtlingslager der Malteser. Der damalige Einsatzleiter erinnert sich an eine Gruppe junger Leute. Sie sind eigentlich zu viert durch die Donau geschwommen, haben ihre vier Ausweise in eine Plastiktüte gesteckt und sind durch die Donau geschwommen. Aber drei sind nur angekommen. Fast 3000 Flüchtlinge versorgten die Malteser, bis schließlich vor genau 30 Jahren der damalige Außenminister Ungarns Horn im Fernsehen die Ausreise bekannt gab. Bürger der DDR können nicht in den DDR passieren, das Land verlassen. Das war ein Schreien, ein erlösendes Schreien. Die DDR-Bürger sind um den Hals gefallen, die haben geweint, die haben immer wieder, ist das wahr? Können wir das glauben? Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich so? Mit Bussen ging es dann nach Österreich. Thilo Axel hatte allerdings keinen Pass mehr, nur seine U-Bahn-Karte. Wir sind tatsächlich rüber mit unseren U-Bahn-Fahrausweisen, die ja eigentlich kein gültiges Personaldokument sind. Egal. Einen Tag später trafen dann die ersten Ostberliner, die über Ungarn geflohen waren, in Westberlin mit dem Flugzeug ein. Wie war es so, als Sie über die DDR geflogen sind? Was war das für ein Gefühl für Sie? Heimweh. Ein bisschen Heimweh doch. Eine Frau zu Hause. Untergebracht wurden sie in den ersten Nächten in einem leerstehenden Möbellager in der Brunnenstraße. Und der erste Weg ging zur Mauer, die sie nur von der anderen Seite kannten. Man hat ständig rübergeguckt, jahrelang. Und jetzt haben wir so einen Umweg über Ungarn gemacht noch und 1000 Kilometer gefahren, um die 5 Meter hier zu bewältigen. Die Mauer schien damals bis auf Weiteres undurchlässig. Wir waren eigentlich eher der Meinung, dass wir 7 bis 10 Jahre unsere Familie nicht wiedersehen. Keiner ahnte damals, dass 2 Monate später alles anders kommen sollte. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das ist so mit diesem Ereignis verknüpft. Und noch ein anderer Spruch, Geld macht nicht glücklich, aber